Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WiiWii War of the Lich King. TGC, was ist denn? Windor, gucken wir doch mal. Ach so, von hier, von dem Server. Seid gegrüßt! Okay. Glücksmarke. Kampfroboter. Kampfgeist. Ja, das ist ein Bord zu kaufen. Das ist noch ein Bord zu kaufen. Training Card Game. Ach, guck mal, der Bord kann gegen Haustiere, Reittiere enthalten. Aha, das ist auch cool, oder? Das sollte es auch nicht geben. Und Bodenreittiere sind nur für Boden da und Flugreittiere zum Fliegen. Das heißt, habe ich einen Flugmount und will damit reiten, beispielsweise in Sturmwind oder in Ruckelmar, geht das nicht. Nur damit das auch mal gehört habt. Kanal sieht im Prinzip immer noch aus wie die heute von der neuen. Zoltrak. Die Arena Quest, die gibt recht viel EP. Hier sieht es ein bisschen aus wie im Schurkenuntergrund hier, in dieser Schurkenbucht. Ach, nehmen wir später. Wollen wir mal Auktionshaus gucken, aber lassen wir. So. Zack. Wo hier noch? Da ist eine Quest. Was führt euch hierher? Tagebuchen, bla 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 bla. Das ist so fest zu sprechen, Mann. Möge euch die Sterne leiten. So, hier sind Ehrenabzeichen vor. Seht euch ruhig um. Oh ja, hier gibt es auch Level-Sachen. Genau. Ja. Wie fing das damals an mit den Level-Sachen? Seid gegrüßt. Wie darf ich mit C sind? Der Händler der aktuelle sein. Ja, mit 264, genau. Viel Glück. Schwupp. Da. Mal gucken, ich glaube, das ist die Quest für die Violette Zitadelle. Nee, Violette Festung? Was? Nee. Sind wir sicher? Wir gucken mal. Ja, Violette Festung. Ne? Version Light? Nee, da nicht. Was anderes. Ach, nehmen wir auch mal. Kann ja nichts schaden. So. Schwupp. Aber das ist, ja genau, das ist quasi der Weg dahin. Ich glaube, das sah was anderes aus jetzt, ne? So. Violette Festung. Und dafür muss man erst das Quest machen, damit wir den Schlüssel bekommen. Hier kann man angeln. Und aus dem Schlüssel rausholen und dann kann man die Tone öffnen. Ich weiß gar nicht mehr, was drin ist. Gold, glaube ich. Schon so lange her. So. Ist hier so ein Typenfrage, war das, glaube ich, oder? Ehre dem König. Nein, der war falsch.
braucht ihr Hilfe? Da. Wir denken immer abbauen. Hier. Und jetzt gehen wir in den Tanner-Dschungel. Haben wir auch sehr gerne gequestet im Tanner-Dschungel. Ach, Tanner-Dschungel. Schulasa-Becken. Und der Wurm ist schon da. Schirm der Wurm. Was kann ich für euch tun? So. Bleibt sauber. Welcome to the jungle. Ja, war richtig cool damals hier. Gerade als Kirschner kann man alles mitnehmen. Alles. Und jetzt kriegen wir halt auch wieder Gegenstände, die unserem Levelbereich entsprechen. Ja. Wie geht's? So. Leicht auf dem Boden. Quests annehmen. Was kann ich für euch tun? Ja, das ist schon. Seid vorsichtig. Schon cool. Lockta. Kraft. Lust auf ein Glas? Was andere Monate. Ja, hier gab es schon richtig geile Quests. Motor finden, haben wir den quasi so ein Fluggerät zusammen und damit kommen wir dann nachher, ist dann unser Flugpunkt. Eigentlich. Seid herzlich gegrüßt. Sucht den Pfad des Lichts. So. Grüße. So, auch schon die Quest angenommen. Ja, dann holen wir uns erstmal den Motor. Goldener Verlobungsring, goldener Verlobungsring. Verlobungsring. Da. Da. Tun wir erst den Motor finden. Für die Quest. Für den Flugpunkt. Ich glaube, das war am Anfang eigentlich die Anfangsquest. Und danach wurden die anderen freigeschaltet oder so. Und sicher bin ich mir nicht mehr. Wie gesagt, ist schon sehr lange her. Der Motor. Levelaufstieg, dass man nicht fliegen kann. Ach, nicht kirschen kann. Kann zwar die Rezepte und so lernen, die neuen, aber ich muss irgendwann, wenn ich mal Lust habe, wenn ich mal Zeit habe, vor allem gucken, dass ich Kirschnerei skill. Und das gekirschnete Zeug können wir dann nämlich auch im Auktionshaus super verkaufen.
ist das, glaube ich, so, ne? Ja. Nachher kriegen wir auch eine Quest, müssen wir 100 Wildtiere töten. Machen wir quasi jetzt so eine Art Wettrennen mit dem Nesingberry-Typen da. Und wenn man das dann irgendwann sagt, oh, ich bin so schnell, ihr seid so langsam, bla bla bla. Der hat ja Probleme. Oh, der hat halt ein paar Freunde mitgebracht. Wir eh nicht dran. Das war der Plan. Und nein, wir können nicht fliegen. Oh. So ein Scheiß. Oh, hier ist die Luke von Lost. Also das, ne? So die Anlehnung, die heißt es, Easter Egg. Okay, was das Ding war. So ein Holzprügel. Hm. Haben wir denn so viel gepult hier? Das ist ja der Wahnsinn. Oh nein. Achso, kein Mana. Ich weiß, dass unser Pet tot ist. Wohl bewusst. Muss man das immer erst rufen und lag's hier unten nehmen und dann konnten wir es beleben. Hm, ja klar. Auf ein neues. Ich kann auch im Stern essen. Okay. Wenn dieser komische Ring droppt. Der Ehering, der überall ist. So.
So, die Teile haben wir. Stimmt irgendwas nicht, oder? Weil du wirklich noch erst eins hier. Boah, der Wahnsinn. Ich hätte mal woanders mal einen anderen Friedhof rausgesetzt. Das ist heftig. Irgendwie. So schlecht ist ihr oder so? Ich weiß es nicht. Du weißt, dass man nicht mal looten kann, weil die alle weg sind. So. Jetzt war ich schon wieder nicht mehr. Wir gehen schnell die Quest, bevor noch irgendwas pullen. So. Ah, ich wollte auch meinen Ruhestand eigentlich noch da anstecken. Und da ist der Handwerker. Ja, egal. Hinfort, hinfort! So, jetzt haben wir hier den Flugpunkt. Wir wollen ja noch nicht weg. So. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play WoW. Oh, auf den Lich King. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.